Ja, der Gruß. So, also wir haben jetzt hier einen Augenzeugen oder einen Hörzeugen, der mit dabei war oder was erzählen kann, wie das alles abgelaufen ist. Also wir waren heute Nacht um 23:30 haben uns Mike's Creek getroffen und war es so, dass wir erst nach Seybitz gefahren sind, dort leider nur den alten Maibaum vorgefunden haben und dann nochmal Kundschaften gegangen sind. Rodis Creek war aber keine Alternative und Schwarzenbach war schon ausgeschafftet und wir sind dann nach Schwarzenbach gefahren, haben an der alten Firma Witt, wenn ich das richtig ja, so, genau. Den Baum gefunden, das Tor ausgehebelt, mit dem Traktor und Langholzhänger an der Firma Autodürdorf gebiked. Die ganzen Leute waren unten, also wir haben eigentlich eine Lautstärke gemacht, ey. Das hätte eigentlich jeder merken müssen, aber okay. War keiner da. Und das Ding aufgeladen, ja, also erst einmal den Hänger runtergeschoben, vor Hand aufgeladen und dann ist der Traktor innerhalb von 3 Minuten runtergefahren, hochgehängt und fort waren wir. Wunderbar. Und wie man sieht, ist ja jetzt der Baum wieder schön bei uns angekommen und wir wollen uns das gleich mal angucken mit. Vielen Dank, ja, Dankeschön. Okay. Wir sind dann gleich ein wenig rüberfahren, dann passt das gleich, dann können wir noch gleich in die Halterung rein. Ja. Na gleich in die Halterung rein. Das heißt, wie schaut es aus der Region her? Ah, der fährt weg vorbei. Gut, nicht so rum. Wir haben gleich ein bisschen Fingernagel als Opferkopf. Also, ich hänge gleich voll. Aber halt ja komplett ab, ne? Oh. Und der ist noch vor Weichen. Angetopft. Aber wie durchgebogen der ist. Wahnsinn. Zu Brat? Zu Brat? Na. Der war ja noch zurechtgeschnitten. Kommen noch die Schilder, glaube ich, auch noch. Ja, ja. Ja.
Ja, dann tue ich mal zusammenstellen. Das ist die Diebesbande. Alle umdrehen. Warte mal, jetzt war es der Schwarzbereich. So, und das war Spitze!